Hier haben wir dann unser Bötchen. Wir fahren jetzt heute zu den Schildkröten. Wir haben sehr viele große Schildkröten versprochen gekriegt von unserem Reiseleiter. Die werde ich euch dann später zeigen. Und hier fahren die ganzen Bötchen los zu den großen Schildkröten. Und hier soll es große Schildkröten geben. Wir sind noch auf der Suche. Aber das ist wahrscheinlich was anderes wieder. Zu laut. Wir atmen hier nicht. So schlimm ist es nicht bei Nummer 3, das was noch da hinten. Die großen See. Hier sind die Fetzen. Die Fetzen werden unter Einfluss. Hat jemand immer ein größeres Reihen zwischen 7. und 4. Jahrhundert vor Christus und diese Epoche hört 4. Jahrhundert vor Christus auf in Anatolien mit Alexander dem Großen. Er kam dann ja, mit seiner großen Armee nach Anatolien, hat die Perser zweimal besiegt und die persische Herrschaft in Anatolien hört auf und es fing mit der hellenistischen Epoche an. Und bei den Hellenen war es nicht mehr die Art Begrabung mit Felsengräbern, sodass sogar ein Felsengrab, also der Bau an einem Felsengrab, unterbrochen wurde. Und dieses Felsengrab ist uns dann unvollendet überliefert worden. Vielleicht schon aufgefallen, das größte Felsengrab hier an dem Felsen, das zweite von rechts nach links. Sieht schon ein bisschen anders aus als die anderen tempelartigen Gräber. Der Giebelteil oben deutlich zu erkennen, darunter in einer Reihe die 5 Löcher zu erkennen, aber unter der, darunter sehen wir eine glatte Felswand. Und bei den weiteren Felsen, tempelartigen Gräbern sehen wir ja da an der Stelle eine Säulenreihe. Ne? Die zwei ionischen Säulen in der Mitte, die zwei rechteckigen Pfeiler rechts und links im Außen. Und zwischen den ionischen Säulen sehen wir eine dunkle Öffnung dahinter und das ist dann auch der Eingang in die eigentliche Grabkammer. Natürlich ist es unterschiedlich groß mit den Grabkammern, aber im Großen und Ganzen geht es 2 bis 2,5 Meter rein in den Felsen und ist manchmal bis zu 3 Meter hoch, aber immer über 2 Meter. Nur stellen wir uns dann eine leere Räumlichkeit uns vor, von allen drei Seiten einfach nach der Felswand zu sehen. Hier ohne irgendwelche Verzierung, ohne irgendwelche Beschmückung. Nichts ist uns mehr erhalten, weder Grabbeigabe noch Grabinschriften, nichts. So dass wir auch keine Namen mehr nennen können, wer mal da drin gelegen hat. Aber durch die Bauweise, Bauart, also können wir natürlich, ist nicht schwer zu erraten, also können wir natürlich schätzen, dass es nur für die großen Persönlichkeiten dann auch der antiken Stadt Kaunos war, bitte. Könige haben hier drin gelegen. Nämlich, wie so ein Grab gebaut wurde, errichtet wurde, ist hier sich sehr leicht vorzustellen durch das unvollendete Felsengrab, wenn wir darauf achten.
Man hat überhaupt kein Baumaterial hochtragen müssen zu den Steilfelsen. Auf einer Tragbahre hat man sie fallen lassen und oben nach unten in die gewünschte Höhe. Und mit Hammer und Meißel wurde alles aus dem Felsen herausgemeißelt. Die ganze Frontfassade des Grabes, ne, wurde aus dem Felsen herausgemeißelt. Jahre hat es gedauert, bis so ein Grab fertig war. Für das größte Felsengrab schätzen die Archäologen heute, dass es hätte insgesamt 15 Jahre gedauert, bis es komplett fertig war. Das ist und das Petra, musste. Petra dann aus derselben Zeit? Ja, das ist dann bei Petra eigentlich aus einer Spätung. So, und jetzt fahren wir direkt zum Strand. Aus dem Fluss raus. Was? Sag immer live mit Schrift. Na klar. Und hier ist man dann direkt am Beach. Hier kann man sich dann einen Schirm leihen. Kostet 10 türkische Lira, einen Schirm und 2 Stühle. Ist total günstig, umgerechnet 3 Euro. Kriegt man auf den keine Kanarischen Insel oder sonst irgendwo zu diesem Preis. Und das werden wir jetzt machen und ein weiteres werdet ihr dann noch sehen. Bis dann. Hier ist unser Schirm. Wir liegen jetzt hier am Strand. Hier hinten ist dann der Fluss. Hier gibt es was zu essen, was zu trinken. Und hier kann man schön liegen. Traumhaft schön. Ich bin der Hubert. Wenn ihr irgendwas wissen will, unten auf Gefällt mir drücken. Wieder meine weiteren Videos. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos und einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ja, brutal. Oh, Wahnsinn. Geht es auch so? Ja. Ja, keine Mutterschraube. Also, alles über das Gesicht. Gleich am Steg. In der Mitte das Bild. Wenn man zoomt, dann kann man dann auch die Gesichter noch. Hier war das den Hoffmann und. Rechts ist das noch, links dann auch der Stick. War eigentlich hier irgendwo eine Nachtreihe? Das ist gelbe, das ist auch in der Weile. Nein, das war beim Restaurant. Beim Restaurant, ja? Oder sind wir auch mit dem Boden, wenn die da hinten waren? Ja, dann wahrscheinlich von Galian aus. Das ist von Galian, das stimmt. Ja, oder von den Felsengräbern. Genau, aber über den Gräbern. Ja, von dem Restaurant aus schon zu den Felsen. Genau, fahren wir an den auch aber vorbei. Aber die Fernstraße war im Restaurant. Genau, ja, ja, da fahren wir vorbei. Also nach dem Essen auf dem Wege zu. Die Zeiten halt, in den Gezeiten. Das hat ja mit dem Mond was zu tun, nicht? Also die Fluttage sind dann, wo der Mond Vollmond ist. Ja. Ja, aber das ist ja dann nicht nur ein Tag, also das sind dann ein paar Tage, wo dann das Wasser dann noch rein. An den anderen Tagen ist die Stunde von der Flüssigkeit auch so schwer. Daher ist ja das Wasser über dieses Wasser. Der Dalia-Fluss, der ist ja im Durchschnitt nur 2 bis 3 Meter tief, aber leider ist der Boden sowas von alt, dass wir gar nicht tief reinkommen. Hier sind wir jetzt in dem Schilf. Aber normal musst du immer dann so eine Sperre da drin machen, das hatten wir auch, dann kam der trotzdem überall. Ja, aber hier ist nativ, da kann man baden gehen dann. Mit Wurzeln, die eben streuen. Ich gehe direkt in den Fluss rein und gehe dann direkt ins Meer. Der ist teilweise 73 bis 150 Meter tief und hier auf der Seite wächst alles Schilf. Und wir können jetzt da schön fahren wir hier durch. Und dann direkt am Schiff vorbei. Das ist richtig schön, kitzelschön das Schiff. Thank you.
Fischi. Das ist meine Forelle. Ja, mit suchst du da eine Forelle. Wenn man da jetzt auch so, jetzt, die sind nicht so schön, die sind so überbelichtet. Also, Seebarsch. Also, die gibt es nicht so viel dran gezogen. Also, Seebarsch. Eben, es hängt ab, man muss schon. Also, ja, man muss es ein bisschen anfassen. Genau, also wenn man. Aber wenn es auch jemand. Das sieht ja schon mega aus, ne? Also echt schön. Also es ist, wenn aber jemand macht, dann müsstest du schon alles erklären, wie man da jetzt. Haben wir gesehen. Und jetzt fehlt nur noch die Schildkröte, ne? Ja. Okay, gehen wir auf Schildkrötenjagd. Jagd. Nur sehen. Die Schiffe, wo man die blauen Reisen macht. Hier ist der Hafen. Wir fahren jetzt in Mama. Wir steigen jetzt beim Aussteigen. Wir sind da. Ja? Wir haben also normalerweise jetzt 48. Und am Ende sammeln wir uns dort wieder ein, wo wir aussteigen. Ja? Wir sind jetzt hier in Fethiye und gehen jetzt shoppen. Ganz am Anfang zeige ich euch, wenn ihr möchtet, ganz tolle Stadt. Ja. Und wir gehen jetzt auf dem Wasser zum Shoppen. Vorne alle irgendwie aus dem Bus raus, gezeigt aus dem Bus. Vielleicht sagst du noch, dass alle Okay. Wenn es noch was an Bord ist, dann...